Fabian, ich habe was ganz Tolles bei Daily Deal gesehen. 2 Tickets für die Berliner Eisbären für nur 19,75 Euro. Was kosten die denn sonst regulär? Keine Ahnung. Hier steht 45% Rabatt statt regulär 36 Euro. Dann schau doch mal auf der Ticketseite nach. Block 410, da steht 16,30 Euro bzw. 17 Euro, je nachdem, wo man sie abholt. Naja, 2 mal 17 Euro ergibt bei mir aber nur 34 Euro und das sind dann bei mir nur noch 42% Rabatt. Ja, können die denn überhaupt nicht rechnen? Sowas nennt man Ködern. Ah, na das werde ich mir mal merken. Boah, okay, es gibt ein total geiles Angebot. Über 95% billiger, das HTC Sensation XL. Das hört sich ja richtig spannend an, aber was soll das denn kosten? Nur knapp 20 Euro. Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Doch, hier steht's doch. Großgedruckt. Gucken wir mal aufs Kleingedruckte. Steht da nicht irgendwas von 24 Monaten? Wäre mir nicht aufgefallen. Und steht da direkt daneben nicht noch was von 24,95 Euro pro Monat? Genau der gleiche Preis wie auf der Vodafone-Webseite? Hä, du hast immer was zu meckern. Aber Fabian, wenn ich mal kurz im Kopf rechne, 24 mal 25 Euro plus 20 Euro, dann bin ich bei über 600 Euro. Ich krieg aber den coolen Kopfhörer noch dazu. Ja, ja, aber beim Preisvergleich kostet das Handy ohne Vertrag nur 400 Euro. Da wäre ja noch ein bisschen Geld für einen Kopfhörer übrig. Ja, aber dann habe ich immer noch nicht telefoniert. Da hast du natürlich recht. Mir ging es aber auch vor allem darum, dass du genau nachrechnest. Naja, wenn ich überlege, den Kopfhörer, den brauche ich eigentlich auch gar nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du mir letzte Woche erzählt, dass du sowieso eigentlich am liebsten ein Samsung Galaxy S2 haben wolltest. Jo,